Ja, auf das Video wollte ich sogar schon länger reagieren, aber irgendwie habe ich es nie hinbekommen. Jetzt gucken wir uns zusammen an, okay? Ich habe Hater in Real Life getroffen, kein Clickbait. Da bin ich jetzt mal gespannt, Alter, wie Stani Hater in Real Life. So, steigt natürlich Standard-Bob ab, ne? So. Story des Jahrhunderts muss ich euch erzählen. Oh mein Gott, das wird geil. Ich habe einen Hater in Real Life getroffen. Ey, ich bin gespannt, ob das so ein kleiner Schniedelwutz war oder ob das so ein richtig erwachsener Hater so. Ich bin gespannt. Also, pass auf. Es gibt ja ab und zu, gibt es ja einige Berichte von mir im Internet. Ja, ob das jetzt Zeitungsberichte sind, was auch immer für Berichte, irgendwelche Gerichte, Berichte. Und dann auf einmal... Okay, wenn er über Zeitungsberichten kommt, dann wird es wahrscheinlich ein älterer Herr oder so gewesen sein, oder? Ihr müsst ja wissen, ich komme aus einer relativ kleinen Stadt und da war mal irgendein Bericht, irgendwas war über mich mal wieder gewesen. Irgendwas Sinnloses, ne? Da frage ich mich erstens, manche Leute haben da kommentiert, aua, ah, Nacken eigentlich, Knacks. Ah. Jedenfalls hat einer kommentiert erstmal, was ich auch nicht so richtig verstanden habe. Wem interessiert denn dieser YouTube-Scheiß? Das interessiert doch gar keinen, das ist doch voll langweilig. Safe, so ein 834-jähriger Facebook-Nutzer, der drunter schreibt, was ist denn das? Berichtet doch mal über die Sonnenblumen, die gerade blühen. Es ist wichtig, nicht YouTube. Was ist YouTube? Wer macht denn das? Das benutzt doch keiner. Schlapp, Bruder, deine ganze Family benutzt das. Nur du bist zu alt, um das zu verstehen. Oder doof oder scheiß, das sind doch alles Idioten. Da dachte ich mir erstmal so, wenn ihn das nicht interessiert. Guck mal, wenn mich was nicht interessiert, dann scroll ich doch einfach weiter. Ja, das Mann. Ist auf Facebook gewesen, so, weißt du? Ich wusste es. Es war so klar, ich wusste es. Die Facebook-Leute, man kennt sie. Dann schreibe ich doch nicht extra einen Kommentar, dass mich das nicht interessiert. Also scheint es ihn ja doch zu interessieren, wenn er sich sogar die Zeit nimmt von seiner Lebenszeit, um einen Kommentar zu schreiben. Verstehe ich bis heute nicht, die Leute. Naja, gut, okay. Das ist eine andere Sache. Also auf Facebook die Leute. Also no hate an die Leute, die aktiv auf Facebook sind. Aber ich halte nicht so viel von der Plattform, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Weil auf Facebook gibt es solche Wassermelonenköpfe, Alter. Das ist der Wahnsinn, ne? Es gibt mega viele korrekte Dudes, Girls auf Facebook safe, aber... Maschallah, Bruder, die Hälfte sind solche Wassermelonenköpfe, die da unterwegs sind, ne? Was ich da in den Kommentaren alles lese, boah, da krieg ich Kopfschmerzen, Bro. Ja, aber so hängen geblieben, so hängen geblieben, voll viele. Da kannst du dich nur an den Kopf fassen. Das ist abnormal. Also wirklich, Facebook, wer da unterwegs ist, ganz große Katastrophe. Und da Kommentare schreibt, ganz große Katastrophe. Jedenfalls, pass auf, ein Artikel zu mir. Schreibt ein Typ runter, war ungefähr, ich würde ihn jetzt so schätzen, zwischen 30 und 40 Jahre war der gewesen. Schreibt unter einen Artikel, wo ich erwähnt wurde, ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang, das war jetzt aber ein normaler Artikel, ich glaube, über mein Buch war das gewesen. Und er schreibt... Hat er ein Buch? Eine Biograf... Nee. Ah, der hat mal so ein Fortnite-Buch oder so rausgebracht, ne? Irgendwas war da. Ja, den kenne ich. Der hat mal bei Real gearbeitet. Ist ein total arroganter Spinner. Also den Typen, von dem halte ich gar nichts. Soll er machen, aber für mich ist es der größte Spinner. Okay, interessant. Ich gucke auf sein Profil, er kennt mich. Ich sehe sein Bild, seinen Namen. Bro, in meinem Leben, ich habe diesen Typen noch nie gesehen. Wer ist das, Lack? Verpiss dich! Bro, die Stadt ist sehr klein. Ich habe ihn noch nie gesehen. Never ever habe ich ihn irgendwo gesehen. Ich dachte mir so, oh, Bro, okay. Irgendein Idiot, der wieder sich wichtig tun will. Labern will. Ja, man kennt doch die Leute, die so tun, wie wenn sie dich kennen. So, ja, was? Mit dem Standard-Skill, der ist einmal an mir vorbeigelaufen, so ein auf den, und wo der immer an mir vorbeigelaufen ist, boah, so abgehoben, so ein Typ, ne, boah, und ich hab den schon so oft jetzt gesehen und bla, und dabei, die labern einfach nur, solche Wassermelonenköpfe. Oft, Bro, jeder kennt mich, jeder weiß alles über mich, jeder kennt meinen Fußnagel, jeder kennt meinen linken Zehennagel, jeder ist Kumpel mit mir, alle. Bruder, zeig mal Fußnagel, mach mal Video, zeig doch, Lan. Zeig doch uns, gönn uns doch. Ja, grundsätzlich alle. Und ich dachte mir, ey, okay, guck's dir mal das Bild an. Und ich sag so, irgendwann, ich sag so, man sieht sich immer zweimal im Leben, habe ich mir ist gedacht. So. Ist irgendwann so, ist so. Irgendwann werde ich diesen Typen sehen. Und dann kam jetzt der, das war schon länger her, und jetzt kam der Tag der Tage, ich an der Tankstelle tanken gewesen. Oh nein. Einmal kommt oh nein. Real Talk, dieser Typ, was muss das für ein Zufall sein? Kommt genau dieser Typ hinter mir, parkt und tankt auch.
Bruder, das ist kein Zufall, das ist Schicksal. Glaubt ihr an Schicksal? So Dinge, die passieren, die... Also ich bin jemand, ich glaube an Schicksal und ich glaube an alles, was in deinem Leben passiert, passiert aus dem Grund. So, egal was passiert, es passiert aus dem Grund. Wenn es was Schlechtes ist, dann passiert es auch aus dem Grund, weil es halt dich zu was anderem hinführt. Wenn was Gutes passiert, dann ist es natürlich gut, das ist ja schön, aber passiert auch aus dem Grund. Also ich bin jemand, ich glaube, dass alles, was in deinem Leben passiert, hat einen Zusammenhang. Und das ist auch pures Schicksal für mich. Schreibt mal in die Kommentare. Schreibt mal rein, Alter. Wie findet ihr das? Glaubt ihr Schicksal, ja oder nein? Ich tank so, rüssel gerade drinne, dreh mich so um, guck so. Jetzt bin ich gespannt. Ist das nicht der Typ? Ich schnell ein Handy rausgeholt. Oh ich nein. Gemerkt. Ich bin noch Fuchs. Zack, auf Facebook nochmal schnell geguckt. Ich guck nochmal. Oh nein. Der Typ. Ich dachte mir so, ey, krass, der kennt mich doch. Warum grüßt der denn nicht? Ich geh so zu ihm hin und sag so, ey, was geht? Wie geht's dir? Er sagt so, hä, kennen wir uns? Was willst oh, du von nein. mir? Ich sag so, ja klar, ey, du hast doch kommentiert, du kennst mich auf Facebook, weißt du nicht mehr? Oh mein Gott, wie unangenehm für den Typ. Oh mein Gott. Er sagt so, wie? Ich sag so, ja, du hast doch kommentiert, dass ich ein arroganter Spinner bin. Was ist dein Problem? Woher kennen wir uns? Kannst du mal bitte aufhören, irgendwo im Internet zu behaupten, dass wir uns kennen? Er sagt so, lass mich mal jetzt in Ruhe. Ich sag so, ey, was ist dein Problem? Woher kennen wir uns denn? Sag's mir doch mal. Lass mich jetzt in Ruhe. Oh Gott, ne, im Internet labern wir nochmal was, aber wenn Stani dann in echt vor ihm steht, so, da wird der Schnippi von so zu so. Tankt der, geht rein, haut ab. Lost. Sagt gar nichts mehr. Ich frag ihn so, ey, du kannst doch sagen, wenn wir Kumpels sind und so. Ich laber ihn so voll. Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Typ, Bro? Richtiger Keck, Bro. Ich sag's dir so, wie ich hier sitze, in meinem Leben noch nie so Keck gesehen, Bro. Ey, da schreibt er im Lost. Internet, er kennt mich, ich stehe vor ihm. Was hab ich? Wollte er denn jedenfalls noch abstreiten? Er war das nicht gewesen. Bla, ja, bla. Immer so. Er war 100% gewesen, Bro. Der hat sich so eingeschissen. Dann auf einmal kannte er mich anscheinend nicht mehr. Habe ich aber später geguckt, Kommentar war gelöscht gewesen. Hey. Oh Gott, und die... Oh mein Gott, wie bitter, wie tief kann man sinken? Du machst Ansage, Internet blau, und dann löscht du danach. Wenn du den in echt triffst, löscht du auf einmal Kommentar, wie tief kann man sinken? Oh Gott, dann nicht mal zu seiner Meinung stehen. Oh. Ey, ich sag dir ehrlich, Leute, das Leben ist manchmal echt, boah, schon wieder so viele Stories erlebt in der letzten Zeit, das ist einfach wieder, ja, das war einfach ein toller Freund gewesen, sag euch ehrlich, so ein Freund, das ist einfach menschlich gesehen, war der einfach top gewesen. Wir waren best bro. Ey, es hat mich echt so gefreut, dass ich den gesehen habe. Boah, da labert der, er kennt mich, bin total arrogant, bin Spinner. Ey, ihr glaubt nicht, wie oft ich das höre von irgendwelchen Leuten, die mir erzählen, ich sag, komm zu mir an so, sagen, kennst du Max Mustermann? Ich sag so, wer? Ja, Max Mustermann. Ich sag so, Bro, noch nie gehört. Ich sag so, zeig mir mal ein Bild. Vielleicht, ich kenne viele Leute vom Sehen. Zeig mir ein Bild. Ja, der hat doch gesagt, ihr wolltet mal jetzt eine Lambo-Tour machen, weil er hat sich jetzt auch einen Sima BMW geholt. Bruder, das ist so peinlich, ne? Diese Leute sind so peinlich, ne? Es gibt so viele peinliche Leute. Da, ey, ich krieg Gänsehaut. Das ist so unangenehm. Das ist der maximalste Cringe, Alter. Leute, die so tun, wie wenn sie jemanden kennen, nur weil er ein bisschen Follower hat oder so und dann angeben wollen. What the, what? Und ihr wolltet jetzt bald zusammen ein bisschen rumcruisen und alles. Why? Und so öfters zu tun und so. What the, bruh? Ich guck auf Bild und sag, ich kenne den Mann nicht. Wer ist das? Wie, du kennst den nicht? Doch, du kennst den. Der hat gesagt, ihr seid Best Bros. Ihr chillt immer zusammen. Cringe, Bro. Es ist so maximal cringe, unangenehm. Bitte mach das nicht. Bitte. Ich will noch mal jeden ans Herz legen. Ey, Leute, warte mal. Ey, ich wollte nur zeigen. Ey, warte. Ja, Stani und ich sind gut. Wir sind doch gut. Hier, guck mal, Stani, ey, ja, ich kenne, ja. Wieso machen Leute sowas? Ich kenne euch alle nicht, Bro, ich kenne euch alle nicht. Bitte sagt nicht, dass ihr mich kennt, bitte nicht. Ihr wollt mich gar nicht kennen. Mann, Kinders. Ja, ich habe mich wahrscheinlich, ich grüße die Leute im Stream und die Leute denken, weil ich sie im Stream grüße, dass wir uns einfach kennen. Die Zituron, Grüße gehen raus. Jetzt erzählt er gleich. Die Zituron geht jetzt zu seinen Eltern und erzählt, ey, Standards, wir sind Bros, wir sind nächste Woche Kaffee trinken. Ey. Real Talk, ne, ganz, ganz schlimme Nummer. Ladies and Gentlemen, ey, checkt auf jeden Fall hier, Standard Bob heißt der Kanal, glaube ich, aus Stani natürlich. Es ist so Fremdscham, ne? Es ist so, also es gibt wirklich Wassermelonenköpfe da draußen. Das ist der pure Fremdscham.